Herzlich willkommen zu einer neuen Lektion Java für Dosier im General. Wir sind heute zusammen mit Carlos und mit Alex für ihn, den im NetBeans-Projekt manipuliert. Voilà, der steht heute noch ein bisschen anders als den Unimoser. Das ist ein professionelles Outil, das muss man halt so ein bisschen aufpassen. Unimoser war für Schule gedurcht, für Schüler. Das heute noch ein professionelles Outil, das heißt, man muss einen Fehler und dann ist alles verloren. Vielleicht wird das heute noch Version NetBeans 8.1 für den Macintosh, aber funktioniert für den PC genannt identisch, ich meine, gut für alle Plattformen. Ne? Ja, gut für alle Plattformen, und es ändert nicht ganz viel für das, was wir als Funktionalitäten gebrauchen, ob man in Version 7, 8 oder 9, ändert nicht ganz viel. Okay. Wir sind nur bei der 8. Voilà, fangen wir dann an. Wir haben ein schönes Menü, wir gucken den da, es sind nur ein paar Sachen, die wichtig sind. Wir schaffen auch projektbasiert, nämlich mit Dateien. Das kennen wir vom Unimoser. Wir schon neue Kabel tun, wenn wir nicht mehr fehlen. Das ist das, ich mein neues Projekt. Und du musst ein gewisses Schema lernen, wie du das möchtest. Wir sind immer in der Java-Welt mit einer Java-Applikation. D'accord? Ich stelle also ein normales Programm in die Welt. Ich klicke den Next. Voilà. Es gibt ihm auch einen Num. Zum Beispiel hier My First NetBeans Project. Okay. Ich gesehen direkt, wo er gemerkt wird, das kann man ändern. Aufpassen, wo ihn da speichert. Muss ihn immer gucken, wo er speichert. In diesem Fall also richtig gut kennt. Dazu muss ihn unbedingt wegschmeißen. Das ist der Create Main Class. Möchte ihn weg. Das Gift nicht steuern. Ja. Wenn ein Gift da sind, das ist dann verschiedene Nim, sind dann ein bisschen ernst. Gesagt nicht unbedingt das aus, wie der gewinnt das. Das ist Reflex, möchte ihn den weg. Okay. Und dann einfach Finish. Voilà. Andererseits ist das Projekt gemacht. Hij zei in de nummer van het project en hij wilde in de mogelijkheid voor zaken bij te voegen. Ja. Dat is het principe. Wanneer ik dan nog wil verder gaan, dan kan ik dan ganz einfach een nieuwe klas maken. Dat met de rechte muistast. Ik weet het, het is een ganz banale klas. Java-klas. Het zijn andere elementen die we hier werden gebruiken später hin. Maar voor ons fangen kan einfach een nieuwe Java-klas. Zelfwurst. First. Nun von der Klasse, einmal groß geschrieben ja. Und dann einfach Finish. Voilà. Und hier ist also eine Klasse, die ist breit. So man kann ihn da schaffen. Das geht so, als wir haben Unimos eine voilà. Klasse, ja. Nicht vergessen, unbedingt speichern. File und dann einfach Save. Wann so geht, Save, Save, Save. Was ist Save? Save war automatisch, meine ich. Ja. Ja. Die geht dann hin. Diese Knöpfchen sehen wir mich spät, da können wir ein Projekt. Starten. Ich kann nicht wie beim Unimoser Objekt erstellen. Das geht nicht. Ich kann nicht Objekte erstellen und dummer manipulieren. Nein, okay, das geht nicht. Okay. Ja, das ist ein großes Netz. Voilà, das schon mal ein Projekt gemacht. Da können wir einfach manipulieren. Ich sage, ein Projekt speichern und dann will ich den zwei Genre speichern. Jetzt Mausklick und dann haben wir hier ein Copy. Da heißt das etwas, was verstoppt das? Wenn ich hier beginne, ich werde den einen weisen, da steht, aber wenn ich dann auf der richtigen Platz bin, ups, first, file, da steht der Save As. Ups, du hast ihn auch ausgeschaltet. Uff, wir haben es, da steht den un, und die Leute meinen, du hast das Projekt jetzt speichern. Ah. Und das geht schief. Das speichert wahrscheinlich just die Datei, die gerade... am schlimmsten Fall steht dann in dem Projekt, weil er falsch macht. Das heißt, die Idee ist, wir schaffen immer von hier auf den Projektsebene, rechts Mausklick, und da haben wir die wichtigsten Elemente. Copy, ja. Move, or Rename. Der Copy, das, wenn ich ein Projekt von einem Prof kriege zum Beispiel, ich will die bei mir speichern, dann muss ich ihm eine neue Nummer geben eventuell, wo ich die speichern will, und dann möchte ich automatisch eine Copy. Ja. Das ist das Spezielles. Der Move, das ist auch das Prinzip. Move, ich gebe ihm Platz, wo er nass. Natürlich, ich könnte hier beispielsweise einen USB-Stick auswählen. Zum Beispiel, und dann den du hin bewegen. Da kann man einen Trachter da sehen. Das heißt, hier ist den Ordner, den runter machst. Voilà. Ne? Ich möchte automatisch My First Project den Ordner. Ne? Da muss ich unbedingt eventuell einen neuen Platz sichern. Aber okay. Behalte selber den Nummer vom Projekt. Ja. Und dann den wir oft gebrauchen, das ist der Rename. Da kann ich dem Projekt einen neuen Nummer geben. Ja. Und dann, wenn ich ihm einen neuen Nummer geben, zum Beispiel My First Project. B.
also in den Project Folders. Der Stahl bleibt den selbsten Num, dann ist immer ein Nenner gehen. Clever, ne? Ja. Meistens möchte ich noch den selbsten Verzeichnis Num wie das Projekt. Muss ich nicht, mit das besser als du. Ja. Ich werde noch ein anderes Beispiel einkommen. Voilà. Okay. Das sind die Operationen. Da kann ich ein Verzeichnis vom Projekt erstellen. Ich kann auch mit normalen Windows oder Mac Verzeichnismanipulationen machen, Copy-Paste, geht auch. Aber nicht dran, nicht dran klicken. Nein. Wahrscheinlich nicht. Für ein Projekt abzumachen, ich meine, den heute mal so, close, soll ich noch immer machen. Hm. Voilà. Dann gehe ich noch ein Projekt abmachen. Zum Beispiel den Exercice. Das ist von dem wir am Unimoser auf der Onsiem gemacht haben. Ich meine den mal ab. Und da, wie ihr merkt, Onsiems Projekt am Unimoser kann ich heute abmachen und die funktioniert. Hey, cool. Der Unimoser so programmiert, dass ich das kann. Bon, hier steht Exercice Old, schon aber einfach Exercice aber genannt als Repertoire. Dann machen wir direkt den Rename. Das ist besser. Und dann Exercice. Bon, das ist dasselbe Num. Mhm. Das geht nicht. Ja. Ich will just das Projekt renamen, das ist dann der, was auch nicht in einer Verzeichnis gibt. Rename, voilà. Dann hast du mein Projekt auch wieder nicht. Okay. Uff, voilà. Also, das ist die Basis von dem Projekt. D'accord? Da kann ich den manipulieren, besser wie ich will. Wenn ich aber verschiedene Funktionalitäten an meiner Java-Klasse habe, die sagen, die will ich, ist nicht automatisch mehr, aber von der Programmation hier wirklich vereinfacht. Ja. Nicht bin ich erlaubt, das für verschiedene Sachen zu machen, die am Unimus nicht möglich wären. Mhm. Erste Sache ist zum Beispiel verschiedene Attribute oder Variablen nehmen oder Methoden nehmen zu ändern. Aber nicht ja. Einfach renamen und dann. Ich sehe, weil ich gesehen habe, dass schon Giel markiert. Heißt Giel. Ja, ich will heute ein Dezimal richtig schreiben. Ja, wie ihr seht, kriege ich heute direkt eine Fehlermeldung. Ja. Wenn ich die Klasse zu Janisch nach Gebrauchen, auf 2, 3, 4 Plätzen, ja, die Methode taucht wahrscheinlich auch da ab. Ja. Da kriege ich ein Problem. Dafür gibt es, however, zwei wichtige Sachen, oder? Das ist der Source und Refactor. Refactor heißt, ich meine Änderungen an die wichtigsten als Rename. Das ich kann eine Methode oder eine Variable oder ein Attribut oder Parameter also umbenennen. Das ist Methode, getDecimal, wie richtig ist. Weil die nur noch ausgewählt ist, die du gemacht hast. Ja. Ja, sonst wirst du nicht, was du willst. Sonst wirst du nicht, dass das aus, was ich will. Mhm. Ich muss immer. Es muss ihn drauf geklickt haben. Okay. Ausgewählt muss es nicht, man muss einfach drauf geklickt haben. Ah, muss was du ja. Mhm. Und dann einfach Refactor, dann möchte ich durch das ganze Projekt, überall wo ich getDecimal für das Klasse habe, möchte ich den richtigen Stand. Okay, das ist ja praktisch. Ja. Das ist praktisch und kriege keinen Fehler mehr. Hey. Ich möchte noch keinen Fehler. Mhm. Ein Spezial, wenn ich tatsächlich für Variable will machen, zum Beispiel, was denn hier? Hier steht eine Variable, die heißt L, für den LCM. D'accord. Ich fand den nicht ganz glücklich, den L, weil das umfang den neuen Denominator. Okay, ich will den da und da ändern. Da gehe ich hin, selektionieren den, rechts Mausklick, und dann aus meinem Refactor hi, und dann rename. Ja, new name, D. Refactor, dann aus überall den D ersetzt. Kohärent, das geht doch nicht hi. Den L ändern, weil den heute halt L nicht identisch ist mit dem, nehmen die muss er gerne gehen. Ändert dann alle Klassendateien von dem Package? Nein, nehmen an der heute Klasse auf der heute Platz. Das Lokalvariable wird von L auf D gemacht. Okay. Nehmen die dort. Ah ja, gut, dann gibt es keinen Sinn, dann gibt es eine Lokalvariable. Das ist die heute Variable bleibt, die wünsche ich nicht gerne. Kann ich auch da machen. Selbst kann ich noch mit Parameter machen oder. Mit Attributen. Wir mit Methoden im Gewinn, was immer gehen für sie zu schauen. Du gehst die Wahl gerne. Mhm, aber nicht an einer Klasse, die du zum Beispiel diese erste Nummer. Er müsste nicht den Search and Replace. Ah. Er müsste den intelligenten Search. Okay. Das ist kein Fehler. Okay. D'accord? Voilà. Das ist eine von den Sachen, die ganz praktisch sind. Etwas, was den aber vom Unimoser kennt, das ist für die Attribute der Getters zum Beispiel automatisch zu generieren oder so. Das möchte ich heute am Source. Und du hast den wichtigsten Menü, den Insert Code. Okay. Klicken drauf. Ja, da können wir. Du hast ein bisschen verschwunden. Musst du die Fenster drauf setzen? Ne? Kann ich nicht. Ah. Ei, leider gesagt in der Low. Nicht, das war die Brauch. Nicht, das war ich probieren. Ich gehe ein bisschen High Web kreieren. Insert Code.
Das war die falsche. Nein, insert code. Ah, das war's. Gesagt, das. Ist schon der Konstruktor. Mhm. Wenn ich drauf klicke, dann kann ich gefragt, was für ein Attribut will ich an meinem Konstruktor dran haben. Ich kann danach Hanno beifügen. Nein, source, insert code. Voilà, ich kann dann get das, set das. Ich schaue schon get das. Für den meine zwei Attribute da wissen, da kann ich kein Setter machen. Hier kann ich das just setter, weil ich schon noch kein Setter. Dann wird es will ich, dann möchte jemand meinen Setter noch automatisch. Oder die zwei, wenn ich noch keinen Setter habe. Okay. Und dann bleibt noch ein dritter, die mir mich spät gesehen, mich schon just hier erwähnen. Das den Override an, hier fehlt noch in der Tisch, und das wir Methoden beizufügen. Dann Add Property. Die kennen wir vom, von Unimus, dass wir ein Attribut beizufügen. Ah, so. Heute soll ich Property. Okay, ist just Property. Schon den Wäsch. Voilà, wenn du gesagt direkt, was du möchtest. Ich kann Setter, Getter, Juste Getter oder Juste Setterman oder dann die zwei. Da okay. Steht automatisch direkt Private, mein Name vom Typ kann ich auch hier ändern. Den Name vom Attribut kann ich auch machen. Okay, so wie man es kennt. Voilà. Und dann einfach OK. Voilà, das sind die Basissachen vom NetBeans. Wir sehen da noch ein paar. Speichert man automatisch oder muss ich nur so Sachen kennen? Guck mal, ob es da nur ein Safe ist. Guck mal, normalerweise aus dem Projekt ziemlich direkt brett. Okay, ja. Ich merke, da muss alles selber gespeichert werden. Ich möchte mich in direkt. Hier steht zwar ein Symbol normalerweise. Also, no. Vier Sachen zu kompilieren. Den heute. Kompilieren ich mein Projekt. Ich möchte auch ein Auto save. Und hier ist für Projekt zu starten. Heute gebe ich gehen, weil wir haben hier einen Testclass, da sehen wir hier direkt das Resultat. Das ist eine Main-Methode dran gewesen. Das ist eine Main-Methode ganz richtig dran. Mhm. Da gesagt in der Resultat, run. Voilà. Das ist das, was meine Main-Methode generiert wird. Super, funktioniert. Voilà. Ungefähr das, was ich dann beim NetBeans zu machen wird. Ich gebe so, mal, das plotteriert dann nochmal die dritte Lektion über Projektmanipulation am NetBeans. Merci für die Nullausstrahlung.